Donald Trump kann den nächsten Sieg bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner für sich verbuchen. Diesmal im Bundesstaat Michigan. Nach ersten Auszählungen liegt der Ex-Präsident mit 30% deutlich vor seiner Konkurrentin Nikki Haley. Die 52-Jährige ist ja die letzte innerparteiliche Gegnerin des Milliardärs. Hatte bereits bei den Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und am vergangenen Wochenende in South Carolina gegen den 77-Jährigen verloren. Und auch Amtsinhaber Joe Biden gewann die Vorwahlen seiner Demokraten in Michigan deutlich. Das war ebenfalls erwartet worden, denn Biden hat wie Trump keine ernstzunehmenden Konkurrenten.